Das ist ja cool, dass wir uns hier in Rom treffen. Zufällig. Sag gut. Mal, aber wer bist du überhaupt? Ich bin der oft diskutierte Philipp Boyer, komme aus Südtirol, bin Sänger und Gitarrist, der Band Freiwild, bin Vater, Landwirt, Tausendsassa ein bisschen. Und war jetzt gerade auf dem Weg nach Capri und habe dich getroffen und ich weiß überhaupt nicht, wer du bist. Das ist gelogen. Ich bin die Caro. Ich bin bei The Chosen zuständig für Übersetzung, alles, was auf Deutsch übersetzt werden muss. Und wir kennen uns tatsächlich aus einem ganz anderen Zusammenhang. Es ist ein richtig schöner Zufall, dass wir uns hier treffen. Was wir hier eigentlich machen, weißt du auch nicht. Ich weiß nur so viel. Ich habe drüben einen Haufen Leute gesehen, die sehen alle sehr, sehr engagiert aus, sind beim Pizzaessen. Und habe ein Déjà-vu gehabt, weil ich schon bei ein paar Filmprojekten zugegen war und mich immer gefragt habe, oder anders, ich habe dann eine Antwort gekriegt, wo ich mich früher gefragt habe, wieso kosten Filme so viel Geld? Und wenn man so eine Produktion sieht und vor allen Dingen auch jetzt, wo es wahrscheinlich gar nicht so um technische Sachen und Beleuchter und Regisseure und sowas geht, merkt man, wie viele Leute da im Hintergrund die Fäden ziehen. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, was ihr hier treibt. Wir haben ja gesagt, lass deine Fragen vor laufender Kamera ab und deswegen, was macht ihr denn gerade? Ja, wir sind hier für The Chosen. Das ist eine Serie über das Leben von Jesus. Und es gibt ja so viele Jesus-Filme, die alle so ein bisschen sehr heilig und so sind. Und The Chosen ist ganz anders. Da geht es sehr um die menschliche Seite von Jesus und um das, was so die Jünger mit ihm erlebt haben, wie die, also es wird aus der Sicht der Jünger erzählt, wie die Jesus begegnen und checken, oh, der ist aber anders, der ist anders als alles, was wir kennen. Und der ist nicht nur irgendein kluger Lehrer, sondern der ist, hat irgendwie mehr Bedeutung. Und das entdeckt man als Zuschauer so mit den einzelnen Folgen. Und da das Ganze 7 Staffeln haben wird, haben wir auch viel Zeit, das zu erzählen und die Backstories von den Leuten zu erzählen, warum die überhaupt da sind, wo sie sind und so und so. Und was wir hier machen, ist aber noch was anderes. Was denn? Ja, The Chosen gab's, kann man über eine App gucken, die man sich runterlädt. Dann kann man sich die bisherigen Folgen kostenlos angucken. Wenn es einem gefallen hat, bezahlt man für die nächsten Gucker was, aber man muss nicht. Und das ist allein schon sehr revolutionär. Und das möchten wir jetzt auch, dass das in Deutschland ankommt und die Leute das in Deutschland gucken können. Und Netflix oder Apple TV oder so ist gar nicht angedacht? Vielleicht mal irgendwann, aber erstmal ist man darauf nicht angewiesen, weil es ja diese App gibt und man das einfach angucken kann. Das ist ziemlich cool. Also sehr innovativ alles. Ja, es ist ja eigentlich sowas, wie gerade viele Künstler auch machen, die sagen, ich will eigentlich direkt eine Art eigene Social Media App oder sowas zu haben. OnlyFans beispielsweise ist natürlich sehr sexuell im Vergleich. Aber ich sehe es beispielsweise bei Bands, insbesondere jetzt aus Amerika und das total spartenübergreifend, dass es mehr und mehr Leute gibt, die nach Unabhängigkeiten suchen. Und diesbezüglich glaube ich auch, dass es ein neuer Weg sein wird, weil ich glaube auch dieser einzig und, wenn man ganz ehrlich ist, der wichtigste Videokanal ist nun mal YouTube und so weiter. Und dass wenn da irgendwer die Schrauben immer enger zieht für die Artisten und auch für die Produzenten und egal was, dann ist es wahrscheinlich auch gut, dass man sich früh genug selber aufstellt und positioniert. Ich merke es auch bei uns. Wir hatten Gott sei Dank auch als Band einen klugen Kopf als Manager, der auch gesagt hat, wir müssen eigentlich auch, was Fanshop betrifft und auch das Booking und so weiter, schauen, dass wir uns alleine aufstellen. Das heißt nicht, man kann nicht mit anderen arbeiten. Genau. Und deswegen macht ihr das, glaube ich, ganz gut. Und das ist halt spannend, weil ich glaube, dass es ja, dass die Kirchen alle so ein kleines Imageproblem haben, wissen wir ja. Und außer bei Whoopi Goldberg. Und das ist halt mal eine ganz moderne Art, auch daran zu gehen, zu sagen, wir machen das als eine Serie, so wie die Leute es gewohnt sind auf Netflix mit mehreren Staffeln, mit einer guten Charakterentwicklung, mit Tiefe, mit interessanten Erzählbögen zu machen. Vielleicht auch für eine junge Generation mal eine neue Art, das kennenzulernen mit dem Glauben. Wie viel ist von der ganzen inhaltlichen Sache beispielsweise aus christlich, katholischen
Werken, die irgendwo entstanden sind, rausgefischt und sozusagen danach eine Art Drehbuch entstanden? Oder wie viel ist total reine neue Interpretation oder Fiktion? Weil das ist für mich total spannend. Ich bin ja Christ und habe auch den U-Cut gelesen. Und Bibel tatsächlich noch nie, die war mir immer zu trocken oder sonst was. Ich kenne natürlich die ganzen Litaneien und Verse und Geschichten und auch Filme, kenne ich viele Sachen. Aber der U-Cut beispielsweise ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Aber das war ja von Kardinälen und Bischöfen sozusagen im Auftrage von vom Papst, glaube ich, Johannes Paul und dann Papst Benedikt abgeschlossen worden. Und die, wie, wer schreibt das im Endeffekt, diese ganzen Stories? Und wie viel ist effektiv basierend auf diesen Hinterlassenschaften im Geistigen? Also du hast ja... In der Bibel werden ja die ganzen Geschichten erzählt, aber sehr sachlich und sehr knapp. Also da wird ja quasi immer nur geschildert, dass es passiert. Das hat Jesus gesagt, den hat er geheilt. Und das wird in der Serie auch genauso erzählt, aber es gibt halt Geschichten drumherum. Also, das ist erklärbarer machen. Naja, und zum Beispiel, wenn jetzt Jesus hingeht und heilt jemanden, der sein Leben lang blind war. In der Bibel hat er den halt geheilt, der ist nicht mehr blind und dann trennen sich die Wege. Aber in der Serie wird dann halt erzählt, was, wie war das denn für den? Wie war die Vorgeschichte? Ah, okay. Wie war sein Leben vorher? Wie war sein Leben hinterher? Und dadurch kriegt das ganz viel Leben und Emotionalität. Und es ist nicht so eine, also quasi nur so eine Faktendarstellung, dass es passiert, sondern es ist eine richtige. Ja, ich finde es gut, dass man da auch letzten Endes auf ein bisschen modernere und aktuellere, wie nennt man das denn, Arten des Präsentierens sozusagen setzt, weil ich glaube, dass den Leuten in, ich trenne das ja immer, Kirche und Vatikan, das sind für mich einfach zwei Paar Schuhe, es ist einfach ein Unterschied, dass man aber trotzdem merkt, dass sich viele Menschen einfach in fremden Weise sagen, A, hatte ich natürlich nicht von klein auf dieses Aufwachsen und diese Nähe oder den Zugang nicht gehabt und jetzt tue ich mir noch schwerer und ich glaube, ein wichtiger Satz, den ich für mich, für meinen Glauben mal entdeckt habe, ist, die Kirche hat nicht den Auftrag, die Wissenschaft in Frage zu stellen und umgekehrt hat es auch die Wissenschaft noch nie geschafft, den christlichen Glauben zu verleugnen. Oder sagen wir es mal, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen falsch ausgedrückt, aber es geht nebenher. Und deswegen glaube ich, dass diese Serie sehr, sehr auch von mir mal gerne angeschaut wird. Und ich habe ja zum Glück schon Jesus getroffen. Und in jeder Hinsicht. Und habe, ja genau, den Schauspieler. Und ich muss auch sagen, es ist eine sehr gute Wahl. Ja. Und ich glaube, so stellt man sich Jesus vor, wenn man die Augen schließt und mal sich nicht einen lieben Gott als alten Mann, als Greis, als Nikolaus sozusagen, ohne Stab vorstellt, und ohne roten Mantel. Das ist schon sehr, sehr gut getroffen und gut gewählt. Und deswegen bin ich total fasziniert, dass das jetzt so eigentlich schnell geht mit eurer Planung, wenn man, wie du gesagt hast, zwei Staffeln erst gemacht hat. Und jetzt natürlich gleich auf 5 hochgeht. Das heißt, da, ja, das Segen von oben ist gegeben. Ja. Und so, unbedingt. So sei es. Ja. Super. Ja, cool. Ich bin gespannt. Ja. Danke für die Antworten, die ich nicht wusste. Dankeschön. Maria. Oder wie war dein Name?